habe heute Morgen ja schon erwähnt, wie wir die Konzepte machen. Wir treffen uns zweimal und es läuft so ab, Boris steht hinter der Theke und kocht und ich zeige ihm Magazine. Und ich habe das Heidi-Magazin mitgebracht seinerzeit und dann sagt er, ist aber langweilig. Aber gut, so im zweiten Teil wird es besser. Und das ist genau das Konzept, weil das Buch als Magazin ist so aufgebaut, es gibt zunächst den Originaltext von einem Heidi oder Faust oder Wojciech, je nachdem. Und im zweiten Teil kommt die aktuelle Interpretation, also mit zeitgenössischen Texten. Also das ist durchaus bewusst so, zuerst langweilig oder normal und dann eben das Feuerwerk. Peter Wagner, Johanna Mühlbauer. Hallo, also genau, wir sind Peter und Johanna und wir machen das Buch als Magazin und eine Frage, die uns oft gestellt wurde oder die wir uns auch immer wieder selber stellen, ist, warum wir das eigentlich machen und was ist der Sinn von Independent-Magazin machen? Geld, klar, man verdient wahnsinnig viel Geld mit Independent-Magazin. Langweilig, warum machen wir es sonst? Groupies, klar, heißt ja auch Sex, Drugs und Hefte machen, weiß auch jeder. Aber in Wirklichkeit, warum macht man so ein Heft? Selbstdarstellung. Ein Lehrer von mir hat im Studium mal gesagt, das Wichtigste, was jeder Kreative machen sollte, ist ein Skizzenbuch anzulegen. Und da drin soll man alles sammeln, was man gut findet, was man selber gefunden hat, Ideen, die man hat zu irgendwelchen Projekten, zu Sachen, an denen man gerade arbeitet, Fotos, die einen inspirieren, alles Mögliche. Sammeln, sammeln, sammeln. Im besten Fall ist das Ganze dann so gut und interessant, dass man sich damit um einen Job bewerben kann, egal was es, also welche Agentur, welcher Mensch, den man toll findet, wo man gern arbeiten wollen würde, da soll man damit hin und es zeigen und stolz drauf sein. Und im Grunde ist ein eigenes Heft machen genau das. Es ist ein Skizzenheft, eine Sammlung von all dem, was man gerade gut findet, was man mag und wer man gerade ist. Nur, dass man das eben nicht nur für sich selber oder einen potenziellen Arbeitgeber macht, sondern für alle Menschen, die es sich anschauen. So, und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel unser Wojciech-Heft. Da habe ich mit einem Fotografen zusammenarbeiten können, den ich schon sehr lange toll fand, der aber nie in Jobs gepasst oder zu Jobs gepasst hat, die ich gemacht habe. Das war Maxim Ballesteros. Der ist eigentlich Modefotograf. Und wir haben ihn einfach die Wojciech-Strecke fotografieren lassen. Ein bisschen anders, als man sich den Wojciech vielleicht vorstellen würde. Tatsächlich nur mit einem Frauenmodell und sehr frei und fashioniger interpretiert, als man das vielleicht sonst machen würde. War für mich super, weil ich gerne mit ihm gearbeitet hätte und das war eine super Gelegenheit, ihn irgendwo unterzubringen. Ein weiteres Beispiel ist diese Illustratorin, die wir in dem besagten Heidi-Heft hatten, das ist Nief Wiedauer, eine Künstlerin aus Österreich, von der ich vor mehreren Jahren mal ein Buch gekauft habe, das wahnsinnig toll fand. Nie wusste, wo ich das irgendwie mal hinpacken kann, es immer allen Leuten gezeigt habe, die bei uns zu Besuch waren. Und es hat sehr, sehr gut ins Heidi-Heft gepasst, diese Zerstörung der Idylle, diese anders interpretierten Stickbilder, die sie macht. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sie Lust hatte, bei uns im Heft zu sein. was man auch sehr gut machen kann, wenn man selber ein Heft macht, ist wirklich alles zu verwurschten, was man selber mag. Sky is the Himmel, eine meiner Lieblings-Headlines, habe ich mal auf dem Klo in der Bar gelesen, musste unbedingt in ein Heft. Und diese Fotos von Himmeln, die Tim Brüning, ein Fotograf, macht, den ich sehr, sehr mag, mit dem ich auch schon vorher zusammengearbeitet habe, da haben wir einfach mal 12 Seiten Himmel gemacht, weil ich es so schön fand und weil es so gut ins Heft gepasst hat. Daraus hat sich auch ergeben eine andere Zusammenarbeit mit Tim, der kurz nachdem sein Onkel gestorben ist, in dessen Wohnung gehen durfte, um zu fotografieren. Also nachdem die Polizei da war, ist er reingegangen und hat alles dokumentiert, was dieser Lieblingsonkel von ihm hinterlassen hat und wie er es hinterlassen hat. Es war ein Künstler, ein allein lebender Hippie,
ist eine sehr sensible, tolle Geschichte, die er bei uns als erstes erzählt hat. Danach hat er eine Ausstellung damit gemacht und einen Katalog und es war ein relativ großes Ding und wir waren sehr stolz, dass er uns das anvertraut hat als erstes und ich war froh, das in mein Skizzenbuch zu packen. Ein weiterer Grund, warum es gut ist, selber ein Heft zu machen, ist das Lernen. Ganz banal, wenn man es wie wir nur zu zweit macht, lernt man alles nochmal anders, als wenn man es in einem Verlag macht oder in einer Agentur, also von allem, was mit Druckerei, Druckerei aussuchen, Druckprozess bis hin zu einer professionellen Miniwand, wie man da oben sieht, wie sie in meiner Küche steht, Karton mit draufgepinnten kleinen Zetteln, die die Seiten sind, wie man das alles so organisiert und gemacht kriegt, das lernt man und das verzeiht man sich selber, wenn es schlecht geht, man freut sich, wenn es gut geht. Wenn man das Heft erstmal fertig hat, denkt man, super. Dann lernt man aber, dieses bisschen, was man im Internet machen muss, ist gar nicht so viel bisschen. Man muss das Heft verkaufen, man muss es Leuten zeigen, man muss doch, ob man will oder nicht, ein bisschen Facebook und alles Mögliche pflegen, damit auch jemand weiß, dass es das Heft gibt. Genauso haben wir gedacht, es ist super, so Abende zu machen, wo wir das Heft zeigen. Es ist ganz toll, wir fahren in drei Städte und machen Partys. Es ist sehr viel Arbeit und endet zum Beispiel darin, dass man mit Hacken-Porsches vollgepackt mit Heften durch Deutschland tingelt und am Abend froh ist, wenn der Raum nicht so aussieht wie da unten in der Ecke, sondern wenn noch jemand da ist. Und das letzte und wichtigste Learning ist, man hat niemanden, hinter dem man sich verstecken kann. Also man kann nicht sagen, es sieht jetzt blöd aus, wie zum Beispiel diese Doppelseite, weil irgendwer wollte, dass es so aussieht oder weil der Verleger gesagt hat, klar, oder der Kreativdirektor, nein, man muss selber dafür gerade stehen, dass es so hässlich geworden ist und muss die Kritik, die dann kommt, auch doppelt und dreifach verkraften. Umso toller ist dann aber die Befriedigung, wenn man selber ein Heft gemacht hat, weil wenn man das so ausgestellt sieht, der Stolz natürlich sehr, sehr groß ist, weil man es selber geschafft hat. Und auch eine schlaue Sache, die ich im Studium gelernt habe, alles, was man macht, alle Fotos, alle Poster, keine Ahnung, sollte man sich regelmäßig aufhängen, an die Wand kleben, ausdrucken, präsentieren, weil nur das zeigt, was man geschaffen hat, wie Kuchen backen. Also, und das ist mit dem Heft natürlich am tollsten, es bleibt nicht nur auf dem Rechner, und ist Arbeit, 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 sondern es hat ein Ergebnis. Und da wären wir wieder bei Sex, Drugs und Hefte machen. Wir liegen dem Ding Rolling Stone, ziemlich cool. Und online passiert es dann natürlich automatisch, dass man sehr viel überall auftaucht und ein bisschen stolz sein kann. Und noch stolzer kann man sein, wenn es wirklich viele Leute sehen und die das Heft gut finden und dann sowas dabei rauskommt, weil dann ist das Lob auch direkt an uns, weil wir es zu zweit geschafft haben. Also alles gut. Lob und Böses, doppelt und dreifach. Ich übergebe an Peter, der macht weiter. Ich greife noch einmal die Eingangsfrage auf, die bei Joanna schon dort stand, warum wir das machen, dass wir das erste Heft, also ich will das machen, um dann so eine These herzuleiten. Ich glaube, dass Magazinmachen sehr viel mit Seelsorge zu tun hat. Wir hatten das erste Heft raus, das war die Verwandlung. Ich habe hier nochmal dieses Warum dazu geschrieben. Da rief ein Journalist an und meinte, warum macht ihr das eigentlich? Und das ist so das Lustige, man macht was und fragt natürlich nicht immer zu jeder Zeit, warum man es anstellt. Ich habe zu der Zeit an dem Buch gearbeitet, was Menschen aus ihrem Leben lernen. Ich kann hier tapfer Promotion dafür machen. Die Leserschaft ist weit älter als ihr für so ein Buch tatsächlich. Ist eher so, bei meiner Mutter fängt es an, deswegen kann ich es guten Herzens herzeigen. Ich habe 2 Jahre daran gearbeitet, habe so 100 Menschen nach ihren Lebenslehren befragt. Jeder hatte so bestimmte Erlebnisse und Ereignisse im Leben, die ihn verändern und aus denen er was schöpfen kann. Am Ende habe ich noch 500 Leute mit einer Telefonumfrage befragen lassen und daraus dann dieses Buch geschrieben. Es geht gar nicht so sehr ums Buch, sondern um die Erkenntnis, die dabei rumkam. Am Ende standen diese 4 Sachen, die sich so auf so einen Wohnungsgrundriss im Grunde zurückführen lassen. Das Leben braucht vor allem eine Küche zum Reden, eine Werkstatt zum Machen, ein Balkon zum Lassen und ein Wohnzimmer für die Liebsten. Das steht ganz, ganz am Schluss von dem Buch. Dieses eine Ding mit dem Machen, die Joanna hat es schon beschrieben, das war wirklich was in so vielen Gesprächen vorkam, die ich da geführt habe.
Am Anfang dachte ich mir, naja, dieses Weitermachen-Motiv ist einfach im Leben angelegt, aber das hat wirklich eine wichtige Bewandtnis damit. Wir haben im Grunde das Gleiche gemacht. Wir haben mit einer Sache angefangen und einfach mal gemacht. Man steigt so in die Werkstatt runter und beginnt etwas, ohne genau zu wissen, wo es einen hinführt. Und das ist eben der Witz, man findet bestimmte Dinge, die einem liegen. Also so eine Form wie Selbstverwirklichung kann nicht stattfinden, wenn man nicht einfach anfängt. Durch Lesen, durch Sinnieren, durch Reden alleine wird es nie passieren. Das ist eine Sache, die wir mit dem Heft gelernt haben. Man muss einfach mal machen und anfangen. Im Grunde ist das Leben oder die Arbeit idealerweise in der Werkstatt. Und nur in der Werkstatt kann man diese Qualitäten ausentwickeln oder Sachen sein lassen, die auch scheiße sind. Wir haben Hefte gemacht, 6 Stück sind es jetzt, ist im Vergleich zu vielen anderen sehr wenig, das ist schon klar, aber das ist das, was in unseren Möglichkeiten lag. Das nochmal von Joanna hergeleitet, warum wir glauben, dass es zunächst mal einen persönlichen Sinn gibt, eine bestimmte Sinnstiftung, indem man Dinge macht, die einem am Herzen liegen. Das ist für viele nicht neu, aber das muss man einmal wissen, um zu dem Punkt kommen zu können. Als wir daran gearbeitet hatten, ist es, also das, glaube ich, das gibt es bei jeder Arbeit, gibt es so einen Punkt, wo einem auf einmal diese Erkenntnis kommt und man denkt so, Moment, jetzt habe ich was verstanden. Und es war, glaube ich, so mit dem 4. Heft ungefähr, ist mir langsam gedämmert, was wir da eigentlich anstellen. Der Trick ist, also wir haben immer diese Literaturklassiker vorne drin, die sich ja per se immer diesen zentralen Lebensfragen widmen. Also warum leben wir, wo kommen wir her, was passiert, wenn wir sterben und so weiter und so fort. Wie soll man ein gutes Leben führen? Deswegen war es fast zwangsläufig, dass wir uns auch in diesem journalistischen Teil, der so der zweite Teil des Heftes ist, diesen Lebensfragen zuwenden, was uns so ganz gut zu Pass kam. Also weil wir selber eigentlich immer im Heft nur Dinge oder Fragen thematisieren wollten, die uns selber gerade umtreiben. Ich gebe mal 3 Beispiele. Das ist ein Gespräch mit Julius Kerscher, das ist ein Mathematiker und Alpinist hier in München. Ein sehr gescheiter, hochbegabter Typ, mit dem wir ein langes Interview über das Eremitendasein von Mathematikern und Alpinisten geführt haben, welche Parallelen es dabei gibt. Und er hat eine Sache gesagt, Moment, da brauche ich meine Zettel, weil ich die Notizen nicht da habe. Da möchte ich kurz daraus zitieren. Sehr händisch. Ein Zitat aus dem Interview. Ein Begriff, den ich mag, ist Selbstwirksamkeit. Man ärgert sich zwar, wenn man sich den Ellbogen anhaut, zugleich hat man Selbstwirksamkeit erfahren. Wenn ich selbst eine Erkenntnis finde, wenn ich einem Kranken die Hand halte und es ihm besser geht, dann wirke ich. Ich erfahre Autorität, ich existiere, ich wirke. Ich selbst bin Ausbilder im Deutschen Alpenverein. Es macht mir Spaß, Leuten etwas beizubringen, zu sehen, dass etwas in ihnen vorgeht. Der Begriff Selbstwirksamkeit ist ein Schlüssel für mich. Er hilft mir zu verstehen, warum mir Dinge Spaß machen. Es sind fast immer Situationen, in denen ich Wirksamkeit erfahre. So ein klassisches Beispiel. Ich bin von dem Interview nach Hause gegangen, habe zu Joanna gesagt, so, ich habe genau diese eine Sache gelernt. Ich kannte den Begriff vorher nicht so wirklich über Selbstwirksamkeit. Das Lustige war, dass er einerseits unsere Freude am Magazinmachen beschrieben hat, andererseits haben wir eine Antwort auf eine sehr zentrale Frage bekommen. A, warum machen wir das Ganze eigentlich? Und B, was ist im Leben wichtig? Also man muss eine Form von Wirksamkeit erfahren und damit kann man sich viele Aktionen von Leuten erklären, die da draußen, weiß was ich mache, Horst Moser, diese Konferenz und viele andere Sachen. Ein weiteres Beispiel aus dem Heft haben wir hier die Frau Angerbauer, ist eine Frau in München, die sehr unerwartet blind geworden ist. Ist eine klassische Schicksalsgeschichte, kann man sagen, aber wir sind zu der Frau mit einer bestimmten Frage hingegangen. Was können wir von ihr lernen? Was weiß sie jetzt mehr, als wir wissen? Ich zitiere mal den Schluss von dem Text. Der schlimmste Moment ist der, wenn sie alleine an einem fremden Ort steht, wenn ihre Begleitung, vielleicht durch eine Ablenkung, die Hand von ihr nimmt. Sofort geht die Ahnung für die Proportionen der Welt verloren. Ein Gefühl von Verlorensein setzt ein. Die Welt wird zum Loch, das Gefühl für oben und unten geht verloren. Deshalb legt Herr Angerbauer, ihr Mann, in der Fremde, wenn er für einen Moment verschwinden muss, die Hand seiner Frau an eine Stange, an ein Geländer, an eine Wand. Dieser Griff, dieses Hinlegen einer Hand an die Welt, dieses Verorten eines Menschen, das ist vielleicht, wenn man genauer überlegt, das Wesentliche für Blinde wie für Sehende. Um zu belegen, dass wir nicht nur solche Geschichten von wirklich ganz schlimmen Schicksalsschlägen drin haben, hier noch der Beweis, wir haben Grundschüler aus Schwabing gebeten, einmal aufzuzeigen, was sie von ihren Großeltern gelernt haben. Die einen haben es aufs Frisbee-Spielen gebracht und die anderen haben gesagt, das Fernsehschauen kann der Opa ganz gut, das kann ich jetzt auch.
Mit jedem Magazin haben wir mehr Zuschriften bekommen von Leuten, die genau das formuliert haben, die gesagt haben, ihr stellt im Grunde Fragen in dem Heft, die mich selbst bewegen, oder ihr gebt Antworten, die mich schon lange interessiert haben. Und dann saß ich eines Abends so da und dachte, was ist das eigentlich oder was machen wir an der Stelle? Und ich habe es versucht, so in Worte zu fassen. Und ich glaube, dass Journalismus an der Stelle was, so was wie weltliche Seelsorge bewirkt. Also ich mag ganz bewusst diesen Begriff vom Geistlichen wegtun und von der Kirche. Es gibt einfach eine Form von Dasein für Leute, denen zuhören, Orientierung geben, die kann der Journalismus leisten. Und idealerweise geht so ein Magazin her und ordnet die Welt für die Leute und die gewinnen so eine Klarheit wie vielleicht bei einem Waldspaziergang. Klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, dass das der Effekt sein kann von der Lektüre. Ich will noch ein bisschen Belege anführen. Ich habe vor 2 Wochen, am 31. Januar, am Münchner Hauptbahnhof einen ganzen Stapel mit Zeitungen und Magazinen gekauft, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt einmal gucken, ob das, was ich vermute, dass es eine Form von seelsorgerischem Journalismus gibt, ob man den wirklich finden kann, wenn man danach sucht. Ich habe dann einen Nachmittag lang diese Zeitungen und Zeitschriften gelesen und aus dem Stand, also man muss ja lange lesen, bis man es durch hat, aus dem Stand 35 Beispiele gefunden von Texten, die alle so einen bestimmten Kernsatz hatten, so einen fetten Satz, muss man fast sagen. Einen, den man weitererzählen wollte, weil man sagt, krass, das habe ich genau in dem Text jetzt gelernt. Und da dachte ich mir, genau solche Texte, genau solche Sätze machen seelsorgerischen Journalismus aus. Es geht nicht darum, Leute zu trösten, das auch, aber denen weiterzuhelfen, so eine Anlehnung zu bieten. Und ich glaube, das genau können Geschichten machen und dadurch auch Magazine. Ich gebe mal 3 Beispiele. Hier habe ich in der Vereinfachung liegt der Schlüssel. Das war aus einem Text in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die haben einen Nachruf auf Arthur Fischer geschrieben. Das ist der Typ mit den Plastikdübeln. Zitat aus dem Text, in der Vereinfachung der Probleme liegt der Schlüssel, sagte Arthur Fischer einmal. Je unbefangener wir die Dinge sehen und an sie herangehen, umso kleiner stellt sich die Aufgabe dar und damit als unmittelbare Folge oft auch die Lösung. Dann ein anderes Beispiel, wo die Angst ist, geht es lang. In der Süddeutschen Zeitung erzählt die Moderatorin Nina Ruge aus ihrer Vergangenheit, Zitat, die meisten Leute glauben, Glück bedeutet, keine Krisen zu erleben. Ich bin vom Gegenteil überzeugt. Ich war ein scheues Kind am Rockzipfel der Mutter. Bei uns zu Hause herrschte keine Unbeschwertheit. Man muss wissen, also ihre Mutter war an Krebs erkrankt und der Vater war Kriegsheimkehrer. So kauerte ein schuppiges Tier hinter dem Vorhang unserer Wohnung, Vorname Angst, Nachname Verdrängung und machte mich zu einem extrem ängstlichen Kind. Meine Reise nach innen begann, als ich 12 war. Damals schrieb ich mir den Satz an die Wand, wo die Angst ist, geht es lang. Ein letztes Beispiel. Die Angst vor dem Fremden verschwindet, sobald man richtige Menschen kennenlernt. Das sind so Sätze, das habe ich auch bei meinem Buch erlebt, die wirken so solo hingestellt, so ein bisschen banal. Da war es im Zusammenhang mit einer Sonderausgabe, die der Tagesspiegel gemacht hat mit Flüchtlingshelfern. Die ist an dem Sonntag erschienen, die wollten da Danke sagen. Und das ist ein Satz, den Flüchtlingshelfer gesagt hat, der meint, er hat jemanden aufgenommen und sieht ganz anders auf diese Debatte jetzt. Ich glaube, dass diese Komponente, diese seelsorgerische Komponente von Journalismus da ist und es gibt tatsächlich eine Reihe von Publikationen, die das wissentlich oder nicht schon vor mir erkannt haben. Hier sind 4 Titelseiten von der Zeit. Ich glaube, die sind die deutschen Meister im seelsorgerischen Journalismus. Das sind Cover aus dem vergangenen Jahr und die schmiegen sich genau an die Leserfragen ran. Im Grunde machen die das, was die Kirchen versäumen, was die Ideologien nicht mehr leisten können. Vieles zerbröselt und die Leute schauen sich um und brauchen eigentlich so einen neuen Baum, an dem man sich wetzen kann, wo man Fragen hinschicken kann. Ich glaube, dass eine Lesergemeinschaft so einen Ersatz bieten kann für das, was in vielen Belangen verloren gegangen ist. Die Zeit macht es perfekt. Die Fragen, wie soll man mit den Flüchtlingen umgehen? An Ostern die Ausgabe, ganz philosophisch, was ist das Leben wert? Dann das Verhältnis zur Mutter hinterfragen oder kann man eigentlich das iPhone mal weglegen oder nicht. Wäre früher auf der Zeit nicht denkbar gewesen, weil die immer nur über Russland, Ukraine und Amerika geschrieben hätten. Das macht einen Teil von ihrem Erfolg aus, da bin ich mir sicher. Damit möchte ich schließen. Ich glaube, das Magazin machen, ganz unpathetisch, Seelsorge bedeuten kann. Und wenn wir das mitmachen können, ist es wahrscheinlich der geilste Job der Welt. Vielen Dank. Jetzt haben wir auch noch eine Lesung gehabt. Super toll, vielen, vielen Dank dafür.
bleiben? Ja, natürlich, unbedingt. Wenigstens einen kleinen Moment. Das Magazin als Seelsorge. Habe ich das zu kurz zusammengefasst? Nö, kann man so machen. Kann man so machen? Ja. Und wenn ihr das jetzt auf die Dinge macht, bezieht, die ihr produziert und nicht jetzt auf die Zeit, welcher Anteil ist das? Private Seelsorge? Ja, klar. Die komplette zweite Hälfte im Heft. Also okay. Im Grunde sind wirklich alle Fragen, die da geklärt werden oder alle Themen, die da behandelt werden, sind Sachen, die uns persönlich interessieren und die uns entweder aktuell umtreiben oder mal beschäftigt haben oder irgendwie, ja, schon. Also im Grunde wirklich ist es sehr Fragen persönlich. Ihr mehr? Ja. Also, es ist so, ich glaube, man kann dadurch, oder man sieht eine Qualität von dem Text zum Beispiel, also erstmal von dem Thema, weil man das Gefühl hat, in der Antwort könnte was liegen für einen selber, ja. Das ist mal ein guter Hinweis, aber der Text taugt eigentlich normalerweise immer nur dann was, wenn man das Gefühl hat, man geht mit dieser Lehre raus. Lehre klingt immer so doof, weil wir alle nicht so gern in der Schule waren, aber ich glaube, das ist dieser fette Satz, der irgendwo drin sein muss, der einen so reicher macht. Gut, jetzt haben wir immer wieder diese Fragestellung bei dieser Konferenz rund um dieses Thema Text und Gestaltung. Wie macht ihr das? Die Gestaltung macht sie ganz viel. Ganz viel? Und du auch? Nee, gar nicht. Okay, die also ist ganz klar geklärt? Genau, die Gestaltung mache ja, also theoretisch schon, die Gestaltung mache ich, die Texte macht der Peter, beziehungsweise Peter ist Redaktion, ich bin Artdirektion, aber es ist schon so, dass, also wir sind eigentlich sehr unterschiedlich, kann man sagen. Aber ich Was glaube, ist der Unterschied? Alles. Ich null Geschmack, muss man sagen. Also das macht es einfach. Nee, ich kann überhaupt nicht schreiben. Der Peter hat eine Tochter, ich habe einen Sohn. Er ist ein Mann, ich bin eine Frau. So, wir hören komplett unterschiedlich. Nein, man muss schon sagen, also ich kann so den Wert von Texten erkennen, aber es ist wirklich gestalterisch. Es gibt so Sachen, die kommen rein und ich so, boah, das sieht da geil aus. Und sie dann so, das kannst du vergessen. Und seitdem sage ich nichts mehr. Aber ich glaube, genau das macht das Heftemachen zusammen so interessant, weil wir einerseits sehr, sehr, eben sehr unterschiedlich sind, auf der anderen Seite aber durch so diese großen Fragen, nenne ich sie mal, doch zusammengeführt werden. Also weil das dann schon das ist, was eben viele Menschen interessiert, weil es uns beide auch an einer Stelle, da überschneiden wir uns und da interessiert es uns beide und da können wir dann auch ganz objektiv Texte und Bilder diskutieren und merken, ja stimmt, das macht Sinn, da geht es auf. Sind es sozusagen für euch nachvollziehbare Herangehensweisen, die diesen Unterschied ausmachen? Also es gibt diese klassische Beschreibung davon, dass es induktive Varianten gibt und deduktive Varianten. Häufig wird Männern zugeschrieben, dass sie eher deduktiv vorgehen, also sich eine Struktur machen und das sauber abarbeiten. Und Frauen, Entschuldigung bitte, tendenziell eher die andere Variante. Oder auch diese andere, Leute, die eher kreativ sind, so im Sinne auch von grafischer Gestaltung, eher induktiv arbeiten. Spielt das bei euch eine Rolle? Ich glaube, dass wenn man ein Heft nur zu zweit macht, wird man zumindest zu dem, was man nicht mal gezwungen, weil man muss strukturiert arbeiten, um es hinzubekommen. Aber wir sammeln schon. Also das mit dem Skizzenbuch stimmt total. Also wir fangen so lang vorher an, sammeln. Jeder hat immer, also ich habe meistens immer so eine Geschichte im Kopf, die dann irgendwann mal auf das Buch endlich passt und die man machen kann in Gottes Namen. Und da rundherum sammeln sich dann wie um so einen Magneten dann die nächsten Späne. Okay, schön. Es gibt eine Theorie dazu, die heißt dann, dass aus Induktion und Deduktion Transduktion wird. Vielen Dank für euch. Danke. Danke.